Zu welcher Stadt gehörst du denn? Zum Dreiländereck. Die Drei-Städte-Eck, so. Altern, Gelsenkirchen und Ulm. Und was kannst du? Hier ist meine Performance. Ist nur für mich. Wie bist du, ein Arbeitslosen oder was? Aus dem Bermuda-Dreieck. Ich denke nach den ganzen Tag. Kannst du mal lauter denken, auch für die anderen Teilnehmer hier? Also ich habe mir das so gedacht, erstmal eine dicke Bühne hinzustellen. Ja? Denn dann kommen schon die Menschen. Ja? Die Scheinwerfer, die müssen auch, wenn es dunkel ist, mich repräsentieren. Und dann laufe ich hier den ganzen Tag einfach rum. Und die Leute fragen sich, was mache ich hier? Aber das ist Kunst. Ja? Das heißt, erstmal, das habe ich mir auch dann zu Hause richtig überlegt, erstmal laufe ich zur linken Ecke. Ja? Und ich laufe auch nur in drei Ecken. Das ist ja das Drei-Städte-Eck. Ja. Die lasse ich aus, aber es hat bisher noch keiner gemerkt. Der Schnee dort ist auch nicht runtergetrampelt. Weil es drei Städte. Zeig mal. Ja. Ich habe im Anschnitt jetzt hier den Dingsa-Turm. Wie heißt der noch? Kannst du hier mal langlaufen für die Performance? Ja, das ist ja mein Weg. Das ist der Förderturm. Ja, aber wenigstens für die Aufzeichnung. Einmal hier den Weg entlang laufen. Ja, mach ich doch. Du musst ja immer in drei Ecken laufen. Ach so. So. Jetzt komme ich nach Halter. Habe ich? Bin ich blind? Ich sehe mich nichts. Das ist die Performance, wie er hier macht. Drei Länder, er läuft quasi immer von einer Ecke in die nächsten, also um sich da wieder zu treffen. Oder wie? Oder? Nee, wo, erklär das mal den jungen Herren. Das Drei-Städte-Eck. Sag mal, ich könnte Vater sein. Egal. Egal. Für die Kamera sieht ja, das gut aus. Jetzt fange ich wieder ja. Ja gut, dann macht man schön. Und man kann auch mal die andere Richtung gehen. Das ist das auch von der Stadt gefördert, was Sie da machen? Nein, das sind alles privat Insolventen, die mich da gefördert haben. Denn die Stadt hat es abgelehnt. Das sind auch genau die, die gerade keine Kohle haben. Ja, ja. Die haben mich noch mit den letzten Pfennigen, die sie hatten, gefördert. Verstehe. Aber die Bühne, die steht. Ich hoffe nur, es kommt keiner vom Amt. Ich hab ja gerade ein Pferd. Lassen Sie einfach mal ins Zelt. Entschuldigung, darf ich mal unterbrechen? Ich bin total in Eile. Ich muss alle 53 Stände noch abgrasen hier. Seid ihr dafür zuständig? Nein. Nein, nur nicht unbedingt. Informationsgeber generell. Also wenn Sie Informationen haben wollen, das geben wir Ihnen die da gerne. Ja, wo gibt es hier die Heliumballons? Hä? Das hat doch mit dem Ding jetzt nichts zu tun. Ich möchte jetzt Helium. Du unterbrichst gerade die Sendung hier. Helium. Die gelben, Helium? Ne? Da, zum Schnüffeln hin zum in der Ecke. Oder Helium. So, wer hat jetzt da was zu sagen? Ja, was wollen Sie denn wissen? Ja, hier, trojanisches Pferd. Trojanisches Pferd. Also das und warum das UNO-Zeichen? Das wollen das unsere Zuschauer wissen. Das ist, glaube ich, nur da, weil Sie den Container von der UNO stibitzt haben. Nein, das trojanische Pferd ist Vorreiter für die Odyssee Europa, die im Rahmen der Ruhr 2010 in den 6 Theatern entlang des Ruhrgebiets ausgestrahlt oder beziehungsweise aufgeführt wird. Die Theater, die Sie da sehen, das Theater Oberhausen, das Schauspielhaus Bochum, das Schlosstheater Moers, das Schauspiel Essen und das Theater an der Ruhr in Mülheim sowie das Schauspiel Dortmund kooperieren und zeigen Homers Odyssee in einer Neufassung von 6 verschiedenen Autoren an 2 Tagen, das heißt pro Tag 3 Inszenierungen, die man sich anguckt und zwischendurch wird man mit Bus und Schiff zu den verschiedenen Inszenierungen gefahren. Cut. Gut, super. Aber die Künstler sind selber nicht heute da drin und machen was. Nein, also eigentlich sollte es mit einer Klanginstallation sein, aber das Ding ist heute stumm geblieben. Schmeiß doch mal einen Stein davor, da haben wir doch ein bisschen Klang. Wir brauchen irgendwas für die Aufnahme. Hier. Ja, ein bisschen eintönig, die Klangaktion. Egal, komm, wir gehen in den nächsten. Danke sehr. Und du natürlich in der Kamera sprechen. Warte, ich hab's noch nicht. Erstmal hier, ja, für die Typen, die halt jetzt gerne Fahrrad fahren. Und Action. Genau, also für die von außerhalb kommenden, Hamburg, Berlin, die ganzen Zuschauer, da wollten wir einfach mal zeigen, dass im Ruhrgebiet einfach sehr viele Grünflächen auch vorhanden sind. Gerade für tolle Radtouren, Schneetouren jetzt im Winter oder was auch immer. Ja? Da ist die Karte von der Industriekultur, vom Ruhrgebiet und
Nur grün. Also Regenwald, eigentlich mal da auch im Ruhrgebiet. Herne zum Beispiel. Herne ist hier. Und liegt auch knapp Wanne, Bochum. Ja, Wanne ist hier. Hier ist auch ein bisschen, das ist nicht mehr so grün. Das ist Gelsenkirchen. Innenhafen Duisburg, alles komplett in grün. Außerhalb kommt man dann wieder aus dem Grün heraus, wieder auf die Straßen. Im Wassermuseum auch grün. Überall grün. Also ich weiß gar nicht, was die Leute immer Waldton machen wollen. Ruhrgebiet, nur grün. Danke. Okay. Warte mal, und jetzt kannst du noch mal so einen Tanz machen oder irgendwas? Oh, das wird doch scheiße.